Sie ist erfolgreiche Comedian und Bestseller-Autorin und sie spielt ihr Programm vor ausverkauften Häusern. Das klingt erstmal nach einem sehr erfüllten Leben. Doch in ihr sieht es lange Zeit ganz anders aus. Nicole Jäger lebt jahrelang in einer Beziehung, die ihr, gelinde gesagt, nicht gut tut. Was es heißt, wenn der Partner emotionale oder psychische Gewalt gegen einen ausübt und wie sie da herausgefunden hat, das erzählt sie mir heute Morgen. Herzlich willkommen, Nicole Jäger. Hallo. Schön, dass du da bist. Ich freue mich auch. Du hast in einer Beziehung gelebt, die... Ich habe das so nonchalant in der Moderation gesagt, die dir nicht gut tat. Ja, so kann man es sagen. Ja, so kann man es sagen. Das stimmt natürlich auch. Aber was ist dir genau passiert? Ich habe fast 5 Jahre in einer, ich glaube, toxic relationship nennt man es jetzt. Also einer wirklich sehr unangenehmen Beziehung mit häuslicher Gewalt gelebt. Beschreib mir das mal bitte. Was genau ist passiert? Weil zum einen häusliche Gewalt assoziiere ich sofort mit, man wird geschlagen. Was ist dir widerfahren in der Beziehung? Das tatsächlich nicht. Also er hat mich nicht geschlagen. Das ist aber ganz typisch. Wenn wir häusliche Gewalt hören, dann denken wir sofort an körperliche Gewalt oder sexuelle Gewalt. Hauptsächlich hat häusliche Gewalt was mit psychischer Gewalt zu tun. Das ist auch, wenn man Opfer häuslicher Gewalt fragt oder Betroffene, ist die Aussage immer als erstes, ja, das war alles nicht gut, aber das Schlimmste war das, was mir emotional angetan wurde. Und das war bei mir auch so. Nicht am Anfang. Als ich ihn kennengelernt habe, war er die große Liebe. So, und ich habe den auch wirklich sehr geliebt und er hat mir das Gefühl gegeben, toll zu sein. So, und nicht nur mein Job zu sein. Das ist ja auch relativ schwierig, wenn du irgendwas machst in der Öffentlichkeit, dann jemanden zu finden, der nicht auf diesen Job abfährt, sondern dich meint. Und er hat mir die ganze Zeit das Gefühl gegeben, dass es genau so ist und hat mich sehr unterstützt und war sehr aufmerksam und hat mich mit Liebe überschüttet. Ungefähr ein Jahr lang. Und dann kippte das von einem Moment auf den nächsten. Und plötzlich war alles, was vorher so toll war, ein Problem. Meine Freunde, mein Job, dass ich nicht so viel Zeit habe. Die Kunst, dass ich überhaupt mit Kunst Geld verdiene und was ich dann für Kunst mache, was ich für ein Mensch bin und so weiter. Also es wurde alles irgendwann schwierig. Und dann ging es los mit Schreiereien. Dann folgten so lange Phasen des Ignorierens, des Schweigens, des Nichtsantwortens. Und er hat mich prinzipiell für das, was ich gemacht habe, auf irgendeine Art bestraft. Also entweder hat er mich gedemütigt oder war herablassend oder hat sich einfach nicht mehr mit mir getroffen oder hat nicht zurückgerufen und so weiter. Wie bist du denn da drin gelandet? Was war denn, was hat dich am Anfang so angesprochen, dass du gesagt hast, ach so, war das Liebe auf den ersten Blick oder war das, was, nee, was war das Tolle? Nee, war nicht Liebe auf den ersten Blick, aber ich war sehr verliebt. Ich war sehr, sehr verliebt. Und er hat mir das Gefühl gegeben, mich genauso zurückzulieben. Und in mir so eine Lücke zu füllen. Und zwar genau diese Selbstwertlücke. Also halt dieses, ich brauche einen, in meinem Fall einen anderen Menschen, einen anderen Mann, der mir das Gefühl gibt, diesen Wert zu haben, den ich selber für mich nicht empfinden kann. Und mir das Gefühl gibt, schön zu sein. Und mir das Gefühl gibt, begehrenswert zu sein und wichtig zu sein irgendwie. Und zwar nicht nur aufgrund meines Jobs, sondern aufgrund dessen, dass ich bin, wer ich bin. Und er gab mir das Gefühl, genug zu sein. Und das ist für mich ein ganz schwieriges, das kann ich für mich so ganz schwer empfinden. So das Gefühl, ich reiche aus, ich als Mensch. Dafür muss ich nicht mega Leistung bringen, nicht super toll aussehen. Es ist auch okay, dass ich eine dicke Frau bin. Ich lange trotzdem aus. Das daran zu arbeiten, das ist so hart. Und er hat diese Lücke gefüllt, einfach durch seine Art. Und das hat mir wahnsinnig viel gegeben. Ihr wart 5 Jahre zusammen ungefähr. Ja. Ne? Das erste Jahr hast du gesagt, war es genau so. Ja. Ne? Und wann und wie kam der Bruch? Also wann kam die Wende? Nach ungefähr 1,5 Jahren. Und sehr sukzessive. Das ist nicht so, dass es so plötzlich fällt alles auf und man denkt so, oh Gott, das ist alles ganz schlimm, ich muss gehen. Sondern es fängt mit so Kleinigkeiten an. Die Kritiken werden größer. Die Art, wie er mit einem redet, wird irgendwie komischer. Dieses Verleugnen vor anderen Menschen. Inwiefern Verleugnen vor anderen Menschen? Also er hat sich nicht zu dir bekannt vor anderen Menschen? Zum Beispiel, plötzlich nicht mehr. In deinem Beisein? Ja, in meinem Beisein. Wie, aber erzähl mir das. Wie? Ja, es ist so, wie man sich das vorstellt. Man steht daneben und er ist plötzlich so, geht auf Abstand und hält körperlichen Abstand. Und man denkt so, hä, was tust du? Und er war so, ja, es muss ja nicht jeder wissen, dass wir zusammen sind. So von jetzt auf gleich. Ja, aber wie reagierst du dann darauf? Verdutzt. Im Privaten regle ich das dann schon. Okay. Und habe ihn natürlich auch darauf angesprochen. Seine Reaktion war, ich weiß nicht, was du meinst. Und das ist ein ganz großer Punkt bei diesen häuslichen Gewaltbeziehungen, dass es immer diesen Punkt gibt, der sich Gaslighting nennt. Das heißt, der Täter selber, also der Partner,
tut etwas und behauptet hinterher, man hätte es sich eingebildet oder das wäre gar nicht so schlimm gewesen. Das hat er total gerne gemacht. Also er hat wirklich Riesenstreits vom Zaun gebrochen, mega Alarm, meinen ganzen Freundeskreis mit einbezogen und so weiter. Also ein Riesenfass aufgemacht und einen Tag später gesagt, ich weiß nicht, wo das Problem war. Warum regst du dich so auf? Also er hat dir suggeriert, du bist die Verrückte quasi. Das ist ja sowieso so. Das ist ja eine große Frage immer am Ende von so einer Beziehung. Warum hast du dich nicht früher getrennt? Und ein Teil davon ist, dass du erstmal herausfinden musst, dass nicht du das Problem bist, sondern dein Gegenüber. Weil dieses Phänomen nennt sich Täter-Opfer-Umkehr. Mhm. Das ist ganz häufig so. Das ist auch dieses typische, naja, wenn du mir nicht das Gefühl geben würdest, dass ich dich schlagen muss, würde ich es nicht tun. Also quasi das Opfer ist schuld daran, Gewalt zu erfahren, weil es den Täter angeblich dazu bringt. Täter-Opfer-Umkehr. Das passiert ja bei psychischer Gewalt ständig. Das heißt, dass er sagt, ich hätte ja nicht ausrasten müssen, hättest du mich nicht dazu gebracht. Ich hätte dich nicht ignorieren müssen, wenn du dich nicht so und so verhalten hättest. Und du hinterfragst halt jedes Mal dich und dein Verhalten und dein Weltbild und dein Selbstbild aufs Neue. Und was macht das mit dir? Wie kann ich mir das vorstellen? Naja, das ist schwierig, weil am Anfang denkst du so, okay. Also man muss wissen, man kommt aus der Situation, aus einer wahnsinnigen Liebesgeschichte heraus. Das ist nicht so, dass das schon jahrelang schlecht läuft, sondern du hast diesen Partner, der dich die ganze Zeit das Gefühl gibt, du bist eins. So. Man gehört wahnsinnig eng zusammen. Und plötzlich fängt er an zu sagen, dein Verhalten verletzt mich. So. Und das, was du machst, macht mein Leben schlechter. Täter-Opfer-Umkehr. Ja. Und mein Verhalten darauf ist natürlich, weil er ist der Mann, den ich liebe. Und ich bin die Frau, die ihn angeblich so glücklich macht. Und jetzt bin ich plötzlich die Frau, die ihn unglücklich macht. Das will ich nicht. Er ist der eine. Und ich möchte, dass er sich wohlfühlt und ich möchte ihn glücklich machen, natürlich. Und du versuchst das dann zu tun. Du versuchst das wieder hinzubiegen, weil die Aussage auch immer die ist, wir hatten es doch schön miteinander, oder? Wir lieben uns doch so. Und wenn du dich ein bisschen veränderst, dann kann es wieder so sein, wie es mal war. Und das versucht man. Und das in alle Richtungen? Also in allen Feldern deines Lebens? Klar, so du hältst, das ist ja die Magic Superpower von solchen Beziehungen, ist ja, dass du immer high fly, du hast immer ganz oben oder ganz unten. Es gibt nichts dazwischen. Es gibt keine Grautöne bei toxischen Beziehungen. Du bist immer on the top deiner Beziehung, alles ist super, oder du bist am Boden. Und dieses Obensein, das wird mit der Zeit weniger. Mhm. Und irgendwann befindest du dich nur noch unten. Fass mal bitte kurz zusammen, was alles an, falls man das überhaupt kann, was an toxischen Elementen in dieser Beziehung, was du alles erlebt hast. Wie lange haben wir denn Zeit? Fass es einmal kurz zusammen. So. Ich glaube, man kann das ganze Spektrum an, wie herablassend kann man einem Menschen gegenüber sein. So kann man es, glaube ich, zusammenfassen. Also das heißt, es gab verbale Beschimpfungen, es gab Herabsetzung meiner Person. Es gab vor allen Dingen sehr, sehr, sehr viel Terror. Also es war irgendwann auch nicht mehr, man streitet sich, sondern es war Psychoterror. Er hat von morgens bis abends mich kontaktiert, hat mich angerufen, Nachrichten geschrieben, er war da, er reiste mir hinterher. Da wart ihr aber noch zusammen? Ja. Ja, das ist ja auch noch nicht, das ist ja nicht die Spitze des Eisbergs, kommt ja noch so. Und er wurde bedrohlich. Er hat irgendwann angefangen, mir Angst zu machen. Und irgendwann hat er angefangen, damit zu drohen, dass wenn ich ihn verlasse, dann bringt er mich um. Das war so fast der Peak. Er hat dich nicht nur psychisch und emotional terrorisiert, sondern auch dann eben doch körperlich Gewalt angetan. Er hat dich gewürgt ganz lang, einmal ganz extrem. Er hat versucht, mich umzubringen, ja. Tatsächlich, das muss man leider so sagen. Und ich finde das immer noch selber ganz merkwürdig, das überhaupt zu sagen. Weil ich komme nicht aus einer Umgebung. Ich lebe auch nicht in einer Welt insofern, in der körperliche Gewalt in irgendeiner Form die Antwort auf irgendwas wäre. Und er hat mir immer gedroht, wenn du mich verlässt, bringe ich dich um. Und ich habe am Anfang, das hat er ganz am Anfang mal gesagt. Und dann dachte ich so, okay, so ein Macho-Spruch oder ach komm, ignorierst du. Hätte ich es mal nicht getan. Und er hat dann irgendwann immer wieder damit gedroht. Und irgendwann habe ich versucht, ihn zu verlassen, weil es so schlecht war, weil er ja angeblich so unglücklich war und ich war es auf jeden Fall. Also ich hatte irgendwann im Punkt der Beziehung, war ich nervlich so runter mit allem, dass ich irgendwie nach zwei Hörstürzen mit Tinnitus und Panikattacken und so weiter und so fort zu tun hatte, Magenschleimhautentzündung, Stresssymptomatik, noch und nöcher. Und habe gesagt, das geht nicht, ich muss hier raus, wir müssen uns trennen. Und seine Reaktion darauf war, dann zu versuchen, mich zu erwürgen. Mit dem Satz,
ich habe dir doch gesagt, wenn du mich verlässt, bringe ich dich um. Das war auch seine Begründung. Also so für ihn Grund genug. Und meinte dann noch zu mir, das weiß ich noch, hatte seine Hände um meinen Hals und meinte so, kurz bevor mir dann die Lampen ausgegangen sind, meinte dann, ich habe dich immer so geliebt. Während er dich würgte? Ja. Und es täte ihm leid, aber es ist ja im Grunde nicht seine Schuld. Er hat mich ja gewarnt und er wird sich jetzt von jemand Neuen finden lassen und keine Ahnung was. Und ich habe das allererste Mal diesen Satz, ich liebe dich, in dieser Vergangenheitsform, als etwas sehr Negatives empfunden. Vorher nie. Liebe war für mich immer und ist es auch heute noch immer das Allergrößte. Aber da dachte ich so, okay, wow. Das war auf jeden Fall der absolute Tiefpunkt dieser Beziehung. Dachtest du in dem Moment, du würdest jetzt sterben? Ja. Ja, kein Zweifel. Wieso hat er es dann nicht durchgezogen? Ich glaube, weil er es nicht konnte. Weil er es physisch nicht konnte? Ich glaube, ja. Ich habe mich halt auch sehr stark gewehrt, muss man sagen. Und habe ihn auch sehr stark erwischt beim Wehren. Und bin dann irgendwann, konnte ich mich dann lösen und bin ins Bad. Und dann war das dann erstmal durch. Weil ich mich da eingesperrt habe. Aber was ist dann passiert? Also was ist dann passiert? Hat er die Wohnung verlassen? Oder Nein. Hast du die Polizei gerufen? Nein. Nee, das ging erstmal gar nicht. Ich war im Badezimmer. Also ich habe kein Telefon im Badezimmer und ich kam auch nicht. Also ich bin geflohen, ich bin weg und habe nicht gedacht, ach, mein Handy könnte ich noch mitnehmen und so. Das habe ich nicht. Er hat vor der Badezimmertür gestanden und mir erzählt, dass er das ja nicht so gemeint hätte. Und dass das jetzt auch, bitte mach nicht so ein Drama quasi. Und dann fing er fürchterlich an zu weinen und es täte ihm ja wahnsinnig leid. Und er würde sich dafür jetzt nicht entschuldigen, weil das so seine Reaktion wäre, aber ich müsse das ja auch verstehen. Dann ist er irgendwann gegangen. Täter-Opfer-Umkehr. Immer. Und dann hat er irgendwann die Wohnung verlassen. Mhm. Was hast du dann gemacht? Ich habe mich irgendwann aus diesem Badezimmer rausgetraut und habe nichts gemacht. Das ist immer die Frage. Bist du zur Polizei gegangen? Hast du ihn angezeigt? Klar, ist ja auch eine legitime Frage. Rationale Frage, natürlich. Total. Ne? Und ich würde jedem raten, das zu tun. Aber ich verstehe jeden Menschen, der es nicht kann. Aber konntest du jemanden anrufen? Irgendwen? Nein. Niemanden? Du warst einfach mit dir alleine. Ja. Der Typ, der dir 5 Jahre vorgegaukelt hat, dich zu lieben oder dich vielleicht auch geliebt hat, der versucht hat, dich umzubringen, hat die Wohnung verlassen und du bist alleine da geblieben. Mhm. Konntest du weinen? Konntest du irgendwas tun? Hattest du irgendeine Form von Reaktion? Nee. Nein, ich saß irgendwann in der Küche bei mir. Ich wohne, das war eben so unten in der Küche sitze ich halt. Bin so rund Treppe runter, habe ich hingesetzt und dachte so, okay, das war hart über allem, was ich bisher irgendwie erlebt habe und dachte, okay, ich habe ein riesengroßes Problem und dieses Problem macht mir panische Angst und ich muss da irgendwie raus. Das war mein Gedanke. Aber ich war sehr gelähmt und dieses Gefühl hielt auch an. Also ich war sehr, sehr schockiert, was vielleicht auch nicht überraschend ist, aber auch vollkommen überfordert, weil ich auch so ich hatte sehr lange gebraucht, bis ich so dieses Bild von dem Mann, den ich so liebe, mit dem Bild des Mannes, der versucht, mich zu erwürgen, irgendwie in Einklang gebracht habe. Und dann zu sagen, okay, hier läuft offensichtlich etwas ganz, 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 ganz verkehrt. Und dann habe ich angefangen, darüber nachzudenken, wie ich da rauskomme. Deine Geschichte hört nicht auf, absurd zu sein. Ne? Also du lachst darüber, aber es ist ja so. Ne? Es geht ja so weiter, dass du dann da rauskommst. Und er hat ja nicht locker gelassen. Er hat dich gestalkt, er hat, ist dir dann weiter hinterhergereist. Der Terror ging ja weiter. Ja. Ne? Gewalt ist absurd. Das muss man vielleicht mal kurz sagen. Gewalt ist nichts, wir kennen Gewalt gerne mal aus dem Fernsehen. Und dann hast du so einen schönen Abstand dazu. Du sitzt auf deinem Sofa und guckst dir Gewalt an oder du liest von Gewalt. Wenn du Gewalt erlebst, stellt man sehr schnell fest, Gewalt ist unfassbar banal und ganz einfach. Und das ist sehr erschütternd. Man glaubt aber, es geht mit einem großen Drama einher. Und dann hast du so ein... Das zu greifen ist halt schwierig und deswegen bleibt es absurd. So, und das bleibt es bis zum Schluss. Und ich habe angefangen, mich sukzessive zu trennen von ihm. Weil man muss wissen, gerade bei häuslicher Gewalt, und das ist auch ein Grund, warum Menschen sich nicht so einfach lösen können, häusliche Gewalt endet nicht, nur weil der Partner sich trennt.
Ganz im Gegenteil. Im Regelfall geht es danach erst los. Also 70% aller Mordversuche und Totschläge gegenüber dem Partner passieren, nachdem das Opfer sich getrennt hat. Dann hat der Täter nämlich nichts mehr zu verlieren. Und ich wusste das. So, also das war klar. Er hat es mir ja auch wissen lassen. Es war ja kein Geheimnis mehr. Ja, und er hat sich spüren lassen auch. Ne? Also das, ja. Nicht nur wissen, sondern auch spüren lassen. Ja, genau. Du sagst selber, hätte ich das mal ernster genommen, diese Drohung. Ne? Ja, aber Nein. das nimmst du nicht ernst, Nein. wenn dir jemand sagt, ich bring dich um. Also das, ich nehme das, jetzt nehme ich das ernst. Und ich habe dann angefangen, mich ganz, ganz langsam daraus zu lösen, indem ich das getan habe, was ich auch allen raten würde, fang an zu reden. Also ich habe angefangen, Mitwisser zu schaffen. Ich habe meine Freundin eingeweiht, mein Management eingeweiht, meinen besten Freund eingeweiht und so weiter. Und habe erstmal dafür gesorgt, dass Leute Bescheid wissen. Und dann habe ich mir meinen Haustürschlüssel zurückgeholt und mein Reich wieder zu mich erobert und habe Schlösser an die Türen angebracht. Und das hat ungefähr 1,5 Jahre gedauert, bis es dann wirklich vorbei war. Es gibt eine Statistik, die sagt, jede dritte Frau ist einmal in ihrem Leben betroffen von häuslicher Gewalt in diesem Spektrum. Die Dunkelziffer bei Männern, die in häuslichen Gewaltkontexten auch da Opfer werden, ist auch hoch, überraschend. Das Letzte nehme ich noch mal mit als Tipp für alle, die irgendwann erkennen, dass sie in so einer Spirale drin sind, Mitwissende schaffen, ne? Sich breiter aufstellen, sich trauen zu reden über die Situation. Ist es das, was du mitgeben würdest? Ja, und sich informieren. Bei mir hat es alles geändert, als ich wusste, was das Problem ist. Und dass nicht ich das Problem bin, sondern er. Reden und informieren und dann Hilfe suchen, um da rauszukommen. Bemerkenswert finde ich, auch wenn du jetzt deine ganze Geschichte noch mal erzählst, dass du für dich jetzt sagen kannst, denn das ist ein bisschen in der Vergangenheit, dass du ihm verziehen hast. Ja. Wie kannst du jemandem verzeihen, der das mit dir gemacht hat? Es wird jetzt überraschen, aber das ist relativ einfach. Ja, nee, glaube ich nicht. Um meinetwillen. Erklär mir das. Es hat mit ihm wenig zu tun. Es hat was mit meinem Seelenfrieden zu tun. Es hat was damit zu tun, dass ich für mich beschlossen habe, dass er hat einen Teil meines Lebens wahnsinnig belastet und sehr geprägt. Und ich nehme mir immer vor, dass wenn was Negatives in meinem Leben passiert, möchte ich daraus eine Sache haben. Ich möchte hinterher größer sein als vorher, emotional. Und das war es da auch. Und ich habe gesagt, ich nehme das Gute aus der Sache mit, weil ich viel gelernt habe für alles. Ich bin jetzt fast 40 und ich habe noch ein paar Jahre vor mir und habe eine sehr gute Chance, bessere Beziehungen zu führen. Aber vor allen Dingen möchte ich ihm die Macht nicht geben, dass er Teil meines Lebens ist. Und das bedeutet auch, ich will nicht wütend sein und ich will keine Rache, weil ich nicht glaube, dass das ein gutes Gefühl ist. Ich will Frieden. Und um meinetwillen, damit ich das habe, verzeihe ich ihm. Und ich verzeihe mir, dass ich es nicht besser gewusst habe, früher gesehen habe oder es anders daraus geschafft habe. Ist Letzteres wichtiger als Ersteres? Ja und nein. Ich glaube, es gehört zusammen. Hm. Aber ich glaube, sich selber zu verzeihen, ist mit das Schwerste. Zumindest finde ich es am allerschwierigsten, in den Spiegel zu gucken und zu sagen, es ist okay, nicht okay zu sein. Und es ist okay, Fehler zu machen. Ja, und das ist, ich hab dieses Buch geschrieben, das ist meine persönliche Delfintherapie gewesen quasi. Und ich bin damit völlig im Reinen. Und ich habe gedacht damals, ich war in so einer ganz miesen Situation, damit fängt das Buch auch an, dass ich im Wohnzimmer sitze und unter einem Katzenkörbchen meine Hand habe und ein Messer in der Hand habe, weil er da steht und mich anschreit und ich denke, das endet hier gleich nicht gut. Und es ist dementsprechend, es ist nichts passiert, offensichtlich, das würde ich nicht hier sitzen, sondern wir würden uns hinter Gittern unterhalten. Aber ich habe da gedacht, wenn ich das hier rausschaffe, dann versuche ich, so weit klarzukommen, dass ich irgendwann für jemanden die Frau sein kann, damit meine ich nicht Partnerin, sondern die Frau oder der Mensch sein kann, den ich zu dem Zeitpunkt damals gebraucht hätte. Und das ist das, was ich daraus mitnehme. Nicht Rache für einen Menschen, der mir irgendwas angetan hat. Weil ich glaube, dass mich das nicht weiterbringt. Aber das helfen zu können oder zu verstehen, sowohl mich als auch vielleicht irgendjemand anderen irgendwann mal weiterbringt. Und das ist doch was Gutes. Und ich glaube, dass du auch mit unserem Gespräch heute hier dieser Mensch für viel mehr Leute geworden bist, ne? Weil du darüber aufklärst und das öffentlich machst und ein Resonanzraum bist für die Leute, die selber sowas erleben. Deswegen vielen, vielen Dank, dass du heute da bist und das mit uns teilst. Und Ihnen natürlich auch vielen Dank, dass Sie heute Morgen wieder zugeschaut haben. Seien Sie auch nächstes Mal dabei bei So gesehen Talk am Sonntag hier in Sat.1. Ich freue mich auf Sie. Schönen Sonntag.